Willkommen zurück zu Aquandi. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Steine vorbereitet. Es handelt sich genauer gesagt um Lava. Und was ich damit anstellen werde, das kann man sich ja natürlich schon denken. Ich werde damit ein Aquarium einrichten. Um genauer zu sein, ein Brackwasser-Aquarium. Für welche Tiere? Das dürft ihr in den Kommentaren raten. Das verrate ich noch nicht. Das verrate ich erst, wenn ich sie tatsächlich auch habe. Die Tiere. Hier gibt es in dem Stein sogar eine ganz schöne Verfärbung. Ich hoffe, die Mikrofonqualität ist halbwegs in Ordnung. Man hört keine Hintergrundgeräusche. Denn ich sitze hier quasi neben meinen Aquarien, während ich das hier einspreche. Ah, die Lava. Ich finde, Lavagestein hat echt was Schönes. Es ist schön porös und es sieht gut aus, oder? Ich finde, das sieht gut aus. Warum das Dunkle dadurch? Aber bevor wir ans Einrichten richtig gehen können, müssen wir erstmal Sand waschen. Ist ja klar, oder? Ich habe mich hier für so einen schwarzen, diesmal sogar für einen künstlichen Sand entschieden. Er war gerade am leichtesten für mich aufzutreiben. Er ist sehr fein. Dann habe ich dann gewaschen und er war eigentlich von Anfang an direkt sauber, habe ich so das Gefühl gehabt. Hier richte ich gerade das Becken ein und stelle den einen Stein da rein. Hier drehe ich noch ein paar Mal. Aber am Ende sah es dann noch mal ein bisschen anders aus. Ich gucke da jetzt rein und es sieht ein bisschen anders aus. Muss man schon sagen, es sieht ein bisschen anders aus. Und ich freue mich. Das ist kein Product Placement jetzt, by the way. Ich benutze nur die Aquarien da sehr gerne von. Ja, was soll ich denn eigentlich noch großartig erzählen? So richte ich halt ein Brackwasser-Aquarium ein. Ich benutze dieses Mal sogar weder Heizstab noch Filter, weil ich es nicht unbedingt brauchen werde, weil es hier warm genug ist. Und hier salze ich gerade noch das Becken auf. Ich kippe das Salz einfach rein, da sind ja keine Tiere drin, die irgendwie Schaden nehmen könnten am sich auflösenden Salz. Deswegen direkt rein. Und hier haben wir Mr. Krabs. Und ihr dürft hier auf ein anderes Video klicken. Bald kommen weitere. Bis dahin. Ciao.